Herzlich willkommen zurück bei die Formel 1 Talkers. Ja, und nachdem wir vor 2 Tagen die Auflösung des Tippspiels bekannt gegeben worden ist, geht's jetzt weiter. Und zwar das nächste Thema, was uns schon mal von der Zeit ausgedacht hatten. Wir hatten ja auch gesagt nach der Saison, dass wir für die Winterpause, also wo keine Formel 1 stattfindet, wir uns kleine Sachen ausdenken, die wir machen werden. Und ja, jetzt kommt davon der erste Bereich. Und zwar, nur so, falls sich Leute fragen, der Leon ist noch nicht da. Der Leon ist abwesend, er ist irgendwo unterwegs. Irgendwie was, glaube ich, von der Gruppe, Kirchengruppe oder so, keine Ahnung, genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich mir damals so überlegt, was kann man so als Thema nehmen? Und dann kam mir vor einigen Wochen auf, dass Bernie Ecclestone gesagt hat, dass in Zukunft wahrscheinlich noch 5 Grand Prix in Europa sein werden. In der Zukunft. Also, dass der Markt sich eben halt immer mehr nach Asien bewegt oder nach Amerika. Sag ich also. Ich glaube, erstmal hauptsächlich wird sich, glaube ich, der Markt in den nächsten Jahren nach Richtung Asien bewegen, weil Asien momentan Geld hat. So, und ja, jetzt seid ihr dran, ne? Und zwar möchte ich gerne von euch, dass ihr mir euren, ich sag jetzt mal, Plan, also Rennkalender aufstellt, den ihr gerne haben würdet. Das bedeutet also, ihr sagt mir vom ersten bis zum letzten Rennen, ich glaube, die sind jetzt ja 20 Rennen, sagt ihr mir bitte, welche Strecken ihr gerne im Kalender haben würdet. Also welche Rennstrecken ihr gerne in der Formel 1 sehen würdet. Ihr könnt eigentlich so ziemlich alle nehmen, die es gibt, die auch schon mal in der Formel 1 gefahren worden sind, bitte. Also jetzt so hier, ich nehme jetzt mal Long Beach als Beispiel. Long Beach ist ja eigentlich eine Champ-Car-Strecke. Vielleicht nicht unbedingt, allerdings, wenn ihr natürlich internationale Kurse habt, die euch gefallen, die ihr sagt, Mensch, die würde auch cool zu der Formel 1 passen oder sowas, könnt ihr meinetwegen die auch gerne mit reinmachen, ist mir egal, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr uns einfach mal euren Rennkalender aufstellt. Der Leon und ich werden natürlich uns auch einen Rennkalender ausdenken, wie wir es gerne haben würden. Zum Beispiel manche sagen zum Beispiel, ich bin dafür, dass wieder mehr Europarennen sind, denn der kreiert vielleicht sogar einen Rennkalender mit 20 Europarennen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ihr habt die Wahl. Am besten wäre sogar in der richtigen Reihenfolge, also wie ihr sie machen würdet. Und schickt das bitte als PN. Bitte als PN. Weil wenn ihr es alles als Kommentar jetzt hier unter dem Ding schreibt, ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil es ja recht lange Kommentare sind wahrscheinlich. Weil 20 Rennen, 20 Strecken aufschreiben, ja gut, da kann es sein, dass die 500 Zeichen vielleicht recht schnell weg sind. Weil manche schreiben das vielleicht ausführlich hin, manche schreiben es vielleicht dann kurz genug hin. Also schreibt es bitte als PN. Es würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet, weil wäre sicherlich interessant zu sehen, wie ihr entscheiden würdet, also wo eure Wahl hinfallen würde. Und ja, ich sag erstmal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.